Tag, wenn wir für dieses Jahr eine Wunschliste schreiben könnten, was würden Sie denn da aus Sicht der Jugendarbeit draufschreiben? Also stimmen die Rahmenbedingungen, was solche ehrenamtliche Jugendarbeit angeht, stimmen die schon? Oder gibt es da noch Luft nach oben? Gibt es da ganz bestimmte Punkte, die Sie sich wünschen würden, die angepackt werden im kommenden Jahr? Ich überlege mal. Ich glaube, es sind vier Wünsche, die ich habe. Der erste Wunsch, das muss ich für die Organisation sagen, wir bekommen als BJR das Geld vom Freistaat Bayern, wenn es um Jugendfragen geht. Und ich sage immer ein bisschen lapidar, da zuckt dann der oberste Rechnungshof, mein Job ist Geld zu verkaufen. Das heißt, wir geben die Fördermittel ins Land an junge Menschen, an Organisationen und bekommen aber Feedback dafür. Wunderbare Programme können starten und so weiter. Und da wünsche ich mir, dass es unserem Haushalt für die Jugendarbeit weiterhin gut geht. Dem geht es gerade gut, das will ich ausdrücklich sagen. Das hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Mit Corona sind wir nicht vergessen worden, will ich auch sagen. Die Frage ist halt, wie es danach weitergeht. Vor allem auch mit neuen Projekten, die jetzt wegen Corona angestoßen wurden. Zum Beispiel digitaler Streetworker, die wir gerade aufbauen. Nicht, dass die dann irgendwie zusammenfallen nach 2022, da braucht es Entscheidungen. Das muss ich pflichtschuldigst machen und das mache ich aus tiefstem Herzen, tiefster Überzeugung, weil nur dann können wir was wuppen. Dann gibt es vielleicht so drei Wünsche, die dazukommen. Einmal, dass sich die Gemeindeordnung tatsächlich ändert. Tobias Gotthardt hat es sehr freundlich formuliert. Ich kann es auch präsidial formulieren, bin ja Präsident, aber ich kann es auch anders sagen. Ich habe mir da schon blutige Nasen geholt bei der Diskussion mit dem Gemeindetag. Die wollen nämlich daran nichts ändern. Wir haben da Vorschläge als BJR. Vor ein paar Jahren noch, aber steht der Tropfen, vielleicht hüllt er ja den Stein. Ne? Kommt auf die Wunschliste, Änderung der Gemeindeordnung, dass es verpflichtende Formen der Jugendbeteiligung gibt. Das machen andere Bundesländer vor. Der dritte Wunsch ist, wir kommen aber später, glaube ich, noch dazu, endlich die Absenkung des Wahlalters. Es kann ja wohl echt nicht wahr sein. Also, nee, ich fange jetzt gerade an. Aber Absenkung des Wahlalters. Und der vierte Wunsch ist was Corona gezeigt hat in den ganzen letzten 2 Jahren. Wir waren dann auch schon weiter. Ich habe das vor kurzem erst im Landtag gesagt. Aber wir sind jetzt wieder im Rollback. Dieses Misstrauen, was erwachsene jungen Menschen gegenüberbringen. Sie haben es vorhin wunderbar in der Einleitung gesagt und dann trotzdem wieder auf Schulformen verwiesen. Kleine Kritik. Ich weiß schon warum. Aber Kinder und Jugendliche, das ist mir essentiell, sind nicht nur Schüler und Schülerinnen. Die wollen einfach auch außerhalb der Schule miteinander umgehen dürfen. Und da gibt es gute Orte in der Jugendarbeit, sowohl in Bayern als auch in Österreich. Und mir ist es nicht einsichtig, weshalb man meint, nur in der Schule wäre es eine Gesellungsform oder Sozialisierungsform. Dahinter ist auch ein Misstrauen an junge Menschen, dass sie verantwortlich mit Situationen umgehen können. Und dass dieses Verantwortliche, das ist wirklich ein hoher Wunsch, sich mal in den Köpfen wirklich nachhaltig, ja, festsetzt bei den Entscheidungsträgern in Ministerien, auch in den entscheidenden Positionen der Politik, das wäre ganz oben auf der Wunschliste. Und weil es halt Weihnachten ist, darf ich jetzt ja, glaube ich, auch draufsetzen. Absolut. Wir wollen gleich direkt auf den dritten Wunsch eingehen. Der kommt jetzt sofort bei mir auf dem Zettel, nämlich die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Kommen wir gleich noch mal ganz im Detail darauf zu sprechen, dass das unsere neue Bundesregierung ja auf Bundesebene umsetzen möchte. Herr Gotthardt, an Sie aber die Frage, würde das aus Ihrer Sicht auch auf Gemeindeebene, auf Kommunalebene Sinn machen? Natürlich. Also es ist eine Forderung der Freien Wähler seit langem. Da waren wir noch in der Opposition. Da ist es auch etwas einfacher, es zu fordern. Das Wahlalter bei Kommunalwahlen, und zwar das aktive und das passive Wahlrecht, also da auch, dass ich antreten darf, bei Kommunalwahlen abzusenken auf 16 Jahre. Wir fahren dieses Thema auch massiv innerhalb der Bayern-Koalition. Es gibt da innerhalb der Koalition zwei unterschiedliche Positionen. Wir sind dafür, der Koalitionspartner ist aktuell in weiten Teilen dagegen. Es ist kein monolithischer Block, sondern die Abgeordneten haben da auch differenzierte Meinungen zum Thema. Ich merke, dass sich die Stimmungslage auch immer wieder mal ändert. Je mehr Leute mit Jugendverbänden reden aus den Reihen des Koalitionspartners, desto mehr sagen danach auch, sie können sich Wahlalter 16 vorstellen. Ich bin mir sicher, wir sind da auf einem guten Weg, und ich glaube auch, Matthias, korrigiere mich, ich glaube, wir waren selten so nahe an dem
an diesem Schritt dran, wie wir es aktuell sind. Ich verfolge die Entwicklungen in Berlin mit großem Interesse. Auch deshalb, weil ein Argument des Koalitionspartners immer war, wir brauchen eine Stringenz des Wahlalters über alle Ebenen hinweg. Sollte der Bund in Bund und Europa auf 16 gehen, sehe ich uns gefordert, die Stringenz, die von der CSU gefordert war, einzuhalten und allerspätestens dann, ich würde mir es früher wünschen, ebenfalls auf die 16 zu gehen. Ein Punkt noch, es ist nicht ganz einfach, weder im Bund noch im Land. Man braucht dafür, also im Land, wir brauchen eine Verfassungsänderung, wir brauchen dafür einen Volksentscheid und wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bayerischen Landtag. Deshalb ist es auch so aufwendig, dieses Projekt durchzukriegen. Jetzt sind wir ja in der schönen Position, dass wir nicht die Ersten sind, die diese Überlegungen anstoßen, sondern wir können jetzt direkt auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Denn in Österreich hat es diese Wahlrechtsreform 2007 schon gegeben. Frau Barkos, jetzt erstmal auf Kommunalebene auch wieder betrachtet. Was sind denn die Erfahrungswerte? Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen lapidar gesagt. Ist denn die Welt untergegangen, seit die 16-Jährigen wählen dürfen? Oder welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also die Welt ist nicht untergegangen. Ich glaube, sie ist noch prosperierender eigentlich geworden. Wir haben leider keine Wahlforschungsergebnisse, was die Gemeinderats- oder die Gemeindeebene betrifft. Allerdings gibt es tatsächlich sehr viel Forschung seit 2007/2008 bei der ersten Wahl auf Bundesebene. Und da war es so, dass tatsächlich die 16-, 17-Jährigen ganz, ganz stark mit dabei waren, was die Wahlbeteiligung betroffen hat. 2013, also bei der nächsten Wahl, war es etwas weniger, lässt sich aber, glaube ich, dadurch erklären, dass eben damals das erste Mal eben für ganz viele eben ausschlaggebend war, dass es sehr viele Kampagnen eben zu diesem Thema gab. Jetzt dürfen auch 16-Jährige wählen und dementsprechend sehr viel mehr mobilisiert wurde. Aber was man wirklich sagen kann, ist, dass es durch diese Beteiligung auch der 16-Jährigen langfristig positive Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung vorhanden sind. Das sieht man. Das hat man auch jetzt 2017 gesehen. Also wir haben 2019 auch nochmal gewählt. Das ist so ein österreichisches Unikum. Aber Forschung gibt es auf jeden Fall zu 2017 und da hat man das auch schon gut betrachten können. Und dass eben ein großer Anstieg auch des politischen Interesses bei diesen Jugendlichen vorhanden war. Also grundsätzlich kann man sagen, oder denke ich zumindest, dass die Wahlrechtsreform sich auf alle Fälle bewährt hat, weil Jugendliche so noch früher ihre politische Teilhabe in Form des Wahlrechts vollwertig leben können. Und wir auch sehen, dass die Bereitschaft und das Interesse der jungen Menschen da ist, sich mit Politik zu beschäftigen. Aber es muss natürlich immer unser Anspruch sein, junge Menschen mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, damit sie wissen, wie sie sich und wo sie sich informieren können. Und ich finde, es ist immer auch irgendwo eine Ausrede, wenn man 16-Jährige, 17-Jährige nicht wählen lässt, wenn man sagt, die sind eh noch zu unreflektiert oder zu unreif dafür, dann das heißt eigentlich nur, dass man keine Berührungspunkte für Menschen unter 18 schafft, um jungen Menschen die Chance zu geben, sich überhaupt mit Politik auch vertraut zu machen. Und ich finde, dass es eben dann auch ein bisschen ein Armutszeugnis ist, denn 16-Jährige, 17-Jährige sind sehr wohl in der Lage dafür. Und man muss natürlich nur die entsprechenden Methoden und Werkzeuge auch dafür zur Verfügung stellen.